Herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem Kanal und in diesem Video geht es um die BDO Patch Notes vom 29.03.2023. Dann würde ich sagen, fangen wir als allererstes mit den Events an. Und zwar kriegen wir am 31. März 2023 um 13 Uhr hier in deutscher Zeit einen Gutschein. Was für ein Gutschein das ist, ist bisher noch unbekannt. Auf jeden Fall ist der Gutschein für jeden Abenteuer, egal ob Wiederkehrer oder Neuling. Und es wird auch höchstwahrscheinlich direkt dann im Postfach landen. Dann gibt es noch Belohnungen für neue Spieler und wiederkehrende Abenteuer, beziehungsweise Leute, die mal BDO angespielt haben und es dann quasi wieder anfangen wollen. Ihr seht ja auch nochmal neue Abenteurer, also ein neuer Spieler seid ihr quasi ab 1440 Stunden bzw. 60 Tagen und wiederkehrende Abenteurer sind quasi Leute, die sich 30 Tage in BDO nicht mehr eingeloggt haben, in Klammern 720 Stunden, so wie es da steht, und die kriegen dann diese Belohnungen. Die neuen Spieler und die wiederkehrenden Abenteurer kriegen dann bis zum 29. März bis zum 19. April diese Belohnungen hier: Fugas Angelroute, drei wundersame Imbissbox von Ballax, dann drei Eventschriftrollen Arbeit-EP und dann auch 100 zeitgefüllte Schwarzsteine. Ja, erhöht eure Komfortstufe mit Black Desert Plus. Was ist genau Black Desert Plus? Black Desert Plus ist quasi eine Zentralmarkt-App für euer Handy, ob ihr jetzt iOS, bei iOS ist das der App Store und bei Android ist es dann der Google Play Store. Ihr lädt euch dann die App runter, gebt oben halt Black Desert Plus ein und loggt euch dann ganz normal mit euren Daten ein. Was kriegt ihr dafür? Ihr kriegt einen 7 Tage Altmann-Buch und hier dieses Pad. Und hier unten seht ihr dann nochmal einen Barcode. Wenn ihr das Video gerade auf dem PC guckt, könnt ihr euer Handy dran halten, irgendwie mit einem Barcode scannen. Dann kommt ihr auch schneller an der App. Ihr müsst dann darauf achten, die Items werden dann auf dem Postfach unten rechts angeklickt, dieses Briefumschlag-Symbol. Und dort könnt ihr dann euer Pad und euer Altmann-Buch einsammeln. So, da sind wir jetzt auch bei den Twitch-Drops. Und zwar könnt ihr vom 23. März 2023 ab 14 Uhr hier in Deutschland bis zum 5. April 2023, auch um 14 Uhr, könnt ihr Twitch-Drops kriegen. Und hier seht ihr nochmal, was ihr alles bekommen könnt. Ab einer Stunde kriegt ihr eine Geheimkiste der Oase und dann noch eine Verstärkungskiste. Also ihr kriegt immer so in 1-Stunden-Abständen immer etwas dazu. Wenn ihr eine Stunde guckt, dann 2 Stunden. Und dann gibt es hier auch 3 Stunden. Hier sind dann etwas größere Belohnungen drin. Dann gibt es auch 6 Stunden, 10 Stunden. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr die dann in diesen Abständen auch immer abholt. So, weil wenn ihr die halt nicht abholt, dann läuft das auch nicht weiter und ihr kriegt die guten Belohnungen auch nicht. Die Twitch-Drops kriegt ihr dann, wenn ihr auf der originalen Black Desert Online-Seite geht und dann euch dort anmeldet über Steam oder Launch Edition, je nachdem, was ihr halt benutzt. Und dann oben rechts auf euer Konto draufklickt, dann auf Kontoinformation und dann müsste da auch der Reiter sein mit Kontoverbindung und dort könnt ihr dann euer Twitch-Account mit euren Black Desert-Account verknüpfen. So, da sind wir jetzt auch bei den Perlenladen-Update und zwar gibt es neue Sachen im Shop, unter anderem auch neue Event-Skins. Ich kann da jetzt kaum eine klare Empfehlung abgeben. Skins sind so Geschmackssache. Ich muss ehrlich zugeben, habe auch hin und wieder mal Skins gekauft. Hier gibt es auch mal nochmal Skins, die exklusiv sind. Das heißt, die sind nicht dauerhaft im Shop. Hier April-Scherz-Outfit. Dann kriegt ihr noch zum Beispiel einen Titel dazu. Und dann, wenn man hier ein bisschen weiter runter scrollt, kriegt ihr dann hier nochmal ein Angebot. Ihr kriegt eine Reittierflöte dauerhaft. Aber da würde ich eher das größere Horn empfehlen, wenn ihr das für euer Main haben wollt. Also würde ich sagen, lohnt sich eher weniger meiner Meinung nach. Aber das muss halt jeder für sich entscheiden. Wenn wir jetzt hier weiter scrollen, haben wir nochmal Skin-Angebote. Dann kriegen wir hier nochmal Mates, zwei Mates. Hier steht 4-mal. Wenn ihr Mates braucht, könnt ihr euch das holen. Das ist ein gutes Angebot. Und dann gibt es hier noch Tylers Kugeln. Tylers Kugeln braucht ihr quasi, um ein Talent umzuändern bei eurer Fee. Aber es hat halt eine geringe Chance zum Ändern. Dann müsst ihr halt auch selber wissen, wollt ihr euer Echtgeld vergambeln oder wollt ihr doch lieber warten, bis man die mal geschenkt bekommt als Einlog-Belohnung? Ich selber habe es über die Einlog-Belohnung gemacht und dann halt ein Talent geändert bei der Fee, weil das kann auch schon tief in die Tasche gehen, wenn ihr halt diese Tylers Kugeln benutzt. So, wenn wir jetzt hier weiter runter scrollen, ich gehe mal bei den Sachen, die sich lohnen könnten. Und zwar ist es das hier. Das Angebot ist nicht schlecht. Ihr kriegt 2 Lootrollen, dann kriegt ihr noch die XP-Rollen, die sind vernachlässigbar. Aber ihr kriegt für quasi 3 Euro bzw. 300 Pearls auch 4 Inventarslots nochmal dazu. Kann man mitnehmen, ist auf jeden Fall nicht schlecht, sonst ist der größte Teil alles hier Skins.
Wenn euch irgendein Skin gefällt, könnt ihr das im Angebot holen. Und ansonsten würde ich sagen, springen wir zu den Patch Notes. So, da sind wir jetzt auch bei den Patch Notes angelangt, beziehungsweise Sachen, die geändert wurden. Und zwar wurde der PvP-Schaden von der Megu reduziert. Dabei ist der PvE-Schaden einfach so geblieben, also bei PvE wurde nichts geändert, das bezieht sich nur auf PvP. Und es wurde eine Möbelwerkstatt des Altmonds in Valencia und Kaplan hinzugefügt. Ihr seht auch nochmal, es gibt Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Und dann seht ihr hier nochmal Möbelwerkstatt in Kaplan, da gibt es halt Stufe 1, 2 und 3 nochmal. Hier könnt ihr auch nochmal die einzelnen Werkstätte sehen, also das, was ihr dort herstellen könnt in dieser Werkstatt. Hier steht dann nochmal die Zeit, die dafür benötigt wird. Und hier seht ihr nochmal ein wunderschönes Bild in BDO Remastered, wie die Möbel aussehen. So wie ich das hier herausgelesen habe, braucht man eine Möbelherstellungserlaubnis. Diese könnt ihr für 10 Millionen Silber bei diesen NPCs hier in den verschiedenen Hauptstädten kaufen. Und danach kriegt ihr halt dieses Item von dem jeweiligen NPC. Da sind wir jetzt auch bei den Posten- und Eroberungskriegen. Und zwar wurden von den Nodes, die ihr mit eurer Gilde quasi besitzt, davon wurde halt die Beuterate verdoppelt. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, euer Posten auf Stufe 20 habt, ihr könnt ja Energie da reinstecken in den Posten, dann wird das halt doppelt angewandt. Dann habt ihr also das Doppelte an Prozent, wenn ihr die Node besitzt. So, was auch noch eine richtig coole Änderung ist, und zwar seht ihr oben immer auf der Minimap quasi diesen Kreis hier unten. Hier zeige ich das einmal. Ihr seht diesen Kreis, ne, und dann seht ihr die ganzen Pfeile, wo so quasi Spieler sind. Und zwar wurde jetzt reingefügt, dass ihr genau das deaktivieren könnt. Das hat davor ein bisschen Leistung, also das ist ein bisschen, es hat davor Leistung abgezogen. Die UI generell im BDO zieht ein bisschen viel Leistung. Und das Coole ist jetzt einfach, ihr könnt es einfach ausblenden. Wenn es euch stört, direkt weg, und dann habt ihr auch mehr Sicht in der Minimap. Das waren die Patch Notes vom 29.03.2023. Falls das Video euch gefallen hat, würde ich mich sehr über nettes Feedback und eine positive Bewertung freuen. Und sonst würde ich sagen, was mit dem Video und tschüss.